Meine erste Midlife-Crisis hat mich jetzt ja wirklich voll und ganz erwischt. Ich bin letztens 30 geworden und ich muss mir jetzt wirklich dringend beweisen, dass ich immer noch verdammt hip und verdammt cool bin. Ich werde mir also viele Männerträume in den nächsten Tagen erfüllen. Und was gibt es eigentlich Cooleres, als Pilot zu sein? Na, schauen wir mal. Und diesen Coolness-Traum vom Pilot sein, der wird mir erfüllt von meinem Fluglehrer Alexander. Schönen guten Tag erstmal. Ja, herzlich willkommen, Toni. Heute haben wir einen schönen Flug vor uns. Ja, Wetter ist auf jeden Fall perfekt. Mit welchem aerodynamisch höchst austarierten Himmelsstürmer knallen wir denn gleich durch die Schallmauer? Ja, wir fliegen mit einem einmotorigen Flugzeug von der Marke Rebon. Das ist ein reines Holzflugzeug. Die Tragflächen sind bespannt mit Baumwollstoff und das Ganze ist lackiert. Hat den Vorteil, dass es halt sehr leicht ist und auch sich gut eignet für die Flugzeugschlepperei. Wir fliegen mit einem Holzflugzeug? Wir fliegen mit einem Holzflugzeug. Wir sitzen jetzt drin hier in unserem Robin, der uns gleich in die Luft schießen wird. Aufgetankt haben wir, reicht's bis Moskau? Ich wollte vielleicht so einen Matthias Rust machen irgendwie. Ja, bis Moskau wird es nicht ganz reichen, dann müssen wir nochmal zwischentanken. Aber da wollen wir auch gar nicht hin, glaube ich. Gut, dann schmeißt den Hobel an und bring uns erstmal in die Luft und oben übernehme ich dann. Wir steigen jetzt auf 2000 Fuß und wenn der Zeiger auf 2000 Fuß steht, dann bist du dran. ja, natürlich, dann bin ich dran und werde das ganz professionell hier machen, mir meinen Männertraum erfüllen und ein Flugzeug selbst steuern. Der große Moment ist jetzt wohl gleich gekommen. Alexander sagt, ich werde jetzt gleich ein Flugzeug fliegen. Was muss ich machen? Genau, einfach mal den Steuerknüppel in die Hand nehmen. Ja. Genau. Erstmal das Höhenruder. Ja. Wenn ich das Höhenruder leicht ziehe, man merkt, dass der Flugzeug geht nach oben und wir werden langsamer. Ja. Wenn ich die Steuerknüppel wieder nach vorne drücke leicht, dann geht die Schnauze nach unten und wir werden schneller. Ja. Das heißt, mit diesem Höhenruder steuere ich mehr meine Geschwindigkeit. Und vor allen Dingen steuerst du gerade meinen Mageninhalt. So, dann haben wir am Steuerknüppel ein zweites Ruder, das ist das Querruder. Und wenn ich das Querruder nach rechts ausschlage und gleichzeitig auch in den Seitenruder reintrete mit dem Fuß, mache ich eine Rechtskurve. Das machen wir jetzt mal. Ja. So lange, bis wir wieder Querruder und Seitenruder in Gegensätze ausschlagen, dann hört die Kurve auf. Jetzt mach mal, Quer- und Seitenruder links. Genau, das Flugzeug richtet sich auf. Und schon fliegen wir wieder geradeaus. Was habe ich jetzt gemacht? Das hast du jetzt gemacht. Ich bin geflogen! Fliege! Ich weiß nicht, ob du, wo du hin willst. Na da! Während der Landung muss ich jetzt in Ruhe lassen. Ah, brauchst du nicht. Wir können uns auch doch, sein. mach ich aber lieber. Wir kommen wieder auf diese... Wir gehen runter und wir sind gleich auf... Alter Falter, auf einer Wiese, ey. Haben wir aufgesetzt? Noch nicht. Noch nicht? Jetzt haben wir aufgesetzt. Alter, ja, gut, so wunderbar. So, wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Ja, ich hab's gemacht. Ich habe das erste Ding abgehakt auf meiner Lebensliste. Ich bin ein Flugzeug selbst geflogen. Wie habe ich mich denn gemacht? Ja, herzlichen Glückwunsch, Toni. Hast du wunderbar gemacht. Bin ganz begeistert. So, und jetzt mal im Ernst? Das war mal ein purer Ernst. Gut, abgehakt ist es und morgen gibt's auch wieder was hier auf dieser Homepage zu sehen und natürlich im Radio zu hören. Morgen bin ich dann zum ersten Mal nicht das Dickste und das Größte in diesem Film. Und diesen Coolness-Traum vom Pilot sein, den erfüllt mir heute mein Fluglehrer Alexander. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Entschuldigung, du hast meine Fluglehrer gesagt. Meine Fluglehrer? Ja, so konkret, Alter, meine Fluglehrer.